Okay, komm. Dann würde ich sagen, John, ach, das ist Luke gewesen. Ah. Aber egal. Ist wusst, wer es ist. Na, hoch mit dir. Los, 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 los. Perfekt. Da oben sind Informationen. Äther, Äther. Mhm, okay. Aber langsam. Bum, 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 bum. Du siehst immer noch nichts. Da unten ist nichts. Hier sind die Informationen. Ja. Kann man so machen. Warte mal ganz kurz. Ich gehe mal hierher. Mhm. Okay. Er sieht nichts. Das ist auf der einen Seite gut. Wir gehen mal ja hier hin, ne? Was mache ich mit euch? Ich weiß nicht. Kann ich euch schon vorrücken lassen? Ja, langsam, oder? Oh. Nee, das will ich nicht riskieren. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. So, du dahin. Und. Runde werden. Ich bleib hier. Ich will nichts riskieren. Wenn ich da jetzt reinlaufe in den Raum, auch wenn da Äther liegt, wenn ich da jetzt reinlaufe, dann riskiere ich. Ich weiß nicht, was da drin ist. Das ist das nächste Problem. Dann gehe ich lieber auf Nummer sicher, ganz ehrlich. So, du dahin. Ich weiß nicht, ob die nachrücken werden, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Aber ich sag mal so, für alle Fälle, gehst du mal dahin. Kommt jemand die Treppen hoch, legst ihn um, okay? Okay, Liberty, it's your turn. Nee. Sie sieht den da unten irgendwie nicht. Okay. So, wir werden nachladen. In der nächsten Runde holen wir uns die Informationen. Immer ganz cool bleiben. Wir haben es nicht eilig. Ist das da vorne eine Tür? Ja, ist es. Dann wirst du mal mitgehen. Mein lieber Phineas. So. Dahin. Zoom, zoom, hust, hust. Was ist zum Geier? Da unten ist auch irgendeiner. Keine Ahnung wer. So, komm. Hol dir die Infos. They have this funny talking machine. And these cylinders with voices on them? I put a few in and listened. They told me about you and your damned experiments. I had what I came for, so I called the retreat. But the brothers wanted the doctors dead. They said they didn't mind if we skipped, but they needed to avenge their brothers. Okay, töte alle Feinde oder bring Liberty und Phineas zum Boot, um zu fliehen. Ja, können wir im Prinzip machen. Zuallererst hole ich mir aber den Äther hier. Genau, so sieht es nämlich aus. Ha! Moment, Moment, Moment. Wo ist das Boot? Zurück zum. Ah, hier. Ja, das bringt uns hinsichtlich des letzten verbleibenden Äthers tatsächlich sogar. Hm? Praktische Punkte. Warte mal, gehen wir mal dahin. Ich sehe niemanden. Das ist das, was mich ein bisschen beunruhigt. Oh. Da ist eine Leiter. Oh my goodness. Okay. Wenn das so ist, dann nehmen wir natürlich die interne Abkürzung, nicht wahr? Also, dann. Hopp, 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 hopp.
Ja, komm maximal nach vorne. Und wir nehmen. Das ist ja praktisch. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass man da runter kann. So, alle warten. Runde beenden. Was ist denn da unten los? Schnief, Räusper, Japs, keine Ahnung, was da alles. Egal, komm. So, erstmal runter. Jupp, genau so. Dann holen wir sie uns. Yay! Beide stehen nämlich äußerst damaged. Aber, echt jetzt? Nur so wenig Schaden. Okay. That's a little... Naja, das ist ein bisschen blöd. Aber okay. Komm schon. Achso, halt. Nein! Nicht gut. So, was haben wir denn hier noch an Deckung? Nicht viel, ne? Oh Gott. Und er kommt gerade mal bis unterhalb der Leiter. Da muss ich dann doch zuerst mit Liberty runter. Go. Ui, das wird ein böses Ende nehmen, wie ich fürchte. 5, ja, der muss weg. Jawohl, perfekt. Einer ist weg, beziehungsweise ist ansonsten auch nur noch einer. Wir könnten uns hier hinten verstecken. Ja, das ist gar nicht mal... Achso, das ist zu weit, da kommt er nicht hin. Das ist sehr, sehr unpraktisch. Das würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Und John, was meint John dazu? Ja, John würde auch sehr gerne hier hinten hingehen, kann's aber nicht. Na, bleibt auch nur das da. Oder wir lassen den Quatsch. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir lassen den Quatsch und bleiben einfach oben. So, du dahin. Aber ganz ehrlich, die zwei, die unten sind, die haben genug Leben, um das zu verkraften. Was eventuell gleich passieren könnte. Okay, beenden wir die Runde. So leid es mir auch tut. Er hat es mit Angst zu tun bekommen, Dill. So, dann gehen wir dahin. Die Frage ist es natürlich, durchqueren wir dann damit seine persönliche Wohlfühlzone? Ich hoffe nicht. Okay, gut. Gerade nochmal gut gegangen. Mit einem... Yep. So, du noch. Und tschüss. Jawohl, sehr schön. So, jetzt aber. Bitte mal dahin. Wir müssen checken, wer alles vor der Tür ist. Oh, es reicht nicht ganz, nicht? Ah, egal. Dann checken wir, wer vor der Tür ist. Sieht aber aktuell ruhig aus, ne? Und dann gehen wir da hin. Hast du gesehen? Warte mal. Irgendwo. Ah, da drinnen. Hier. Okay. Ja. Wie viel sind noch am Leben? Zwei, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja, zwei.
So, dahin. You can try it, but you will fail. So, wo ist der Letzte? Ich weiß nicht, wo er ist. Das macht mir natürlich ein bisschen Sorgen, meine Unkenntnis. Sie müsste halt laden, ne? Das ist halt ein Problem. Sie müsste halt laden. Ah, das ist ekelhaft. Er hat allerdings noch... er kann allerdings nicht so weit laufen. Das ist wiederum ein anderes Problem, du. Aber, warte, das kriegen wir hin. 64% 5 Schaden. Okay. So, wenn er jetzt noch... Ja. Und jetzt noch die Tür aufmachen, Luke. Und dann, ja... Das gibt's ja, du. Okay. Ich weiß nicht. Da hinten verstecken, ne? Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, nachladen. So, in die Flucht geschlagen. Perfekt, dann ist es nur noch einer. Damit kommen wir auf jeden Fall besser zurecht. Ja, und tschüss. Tschüss! Sag's dem lieben Gott einen schönen Gruß und so, ne? Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Oh, das bietet keine Deckung. Das ist schade. Dann kann ich nicht rausgehen. Dann muss ich warten. Aber so ein immens hohes Risiko gehe ich nicht ein. Das kannst du vergessen. So, du dahin. Du dahin. Siehste, siehste, ich hab's gewusst. Ich hab's genau gewusst. Beziehungsweise, ich hab einfach mal wieder richtig gehandelt. Statt meine Männer sinnlos zu gefährden. So, zack. Bam. Jawohl, Nummer uno. Ja, das hat ein bisschen viel Leben. Das kann einer nicht alleine bewältigen mit der falschen Waffe. Okay. Ja, dann gehen wir da hin. Komm. Feuer! Okay, da ging er neben. Okay, Liberty, du, dein Schuss muss sitzen. Liberty, dein Schuss muss sitzen. Sonst sind wir am Arsch. Damn, that river didn't run red till we left. Auftrag abgeschlossen. Yes! Gut. Ach, schon wieder dieses fragwürdige, wo keiner weiß, was Äther ist, aber alle wollen es haben und bla 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 bla. Gold erhalten, verfügbar aus Herz, verfügbar zusätzliches Herz, Kannibalenmagen, Äther von Gefahr. Alter, wir legen ganz schön zu, du. Okular, zweimal Engelsphäre. Oh, leck mich immer. Oh, krass. Endlich hatte ich meine Antwort, Dr. Gorman. Ich wusste, wer das Monster war, das mich zu einem Monster gemacht hatte. Sie waren es. Ich schwor, sie für jede einzelne dieser Narben bezahlen zu lassen. Der Sprechkasten erwähnte den Stringfellow-Steinbruch, sagte, sie hätten dort regelmäßig geschäftlich zu tun. Those men, the doctors, they lied to you. They just wanted to turn you against me. You lie. You were one of them. There was a time when I counted myself among their number, but no more. Aber mal gucken, waren jetzt eigentlich, nein, waren es nicht. Okay, schade. Dann holen wir uns Karten. Oder? Beziehungsweise, okay. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir haben wir was verbraucht. Genau, die Engelsphäre. Da müssen wir allerdings aufpassen, da haben wir gelernt, füllt bei Verbündeten im Währungsbereich Gesundheitspunkte auf, nicht bei sich selbst. Da haben wir schon mal ein ganz hartes Fail erlitten, deswegen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, Was?
Oh mein goodness. Dein Ernst? Aber dann... aber der hat auch schon... Ja... Der hat Glück, der hat aber genug Glück. Ich würde sagen, wir geben Phineas vielleicht das Okular. Ah, wie wär's denn da damit? Ah, dann verteilen wir das hier mal so ein bisschen der Honor Shadow. Moment. Offene Wunde, eine tiefe Schnittwunde schwächt dich. Minus 3 GP. Oha. Deswegen hatte der plötzlich auch nur noch 4. Das kann man so nicht lassen. Ich muss zurück. Ich muss zur Leichenhalle. Das kann man so auf gar keinen Fall lassen. Wir mussten zusammengeflickt werden. Genau, richtig. So, Phineas ist es einmal und es ist einmal John. Gut. Kopf. Was haben wir denn? Was haben wir? Kannibalmann, Kannibalismus. Ah, Kannibalismus. Das kann man dann von der Leiche essen und wird dann geheilt. Ja, Verkleidung. Zusätzliches Herz. Transfusion. Ohren wie ein Lux. Den Äther hier kann ich nicht kaufen. Das finde ich ein bisschen blöd, du. Aber ich möchte ein bisschen was. Möchte ich halt schon. Siehst du beispielsweise das Kreischen? Serienkiller. Ja, ich finde, das ist. Kann man machen, wer darauf aus ist. Ich bin da nicht so. Transfusion, Ohren wie ein Lux. Ohren wie ein Lux klingt cool irgendwie. Wie viel Äther haben wir? 99, wir sind jetzt bei 57. Hypnotisierendes Auge, Kannibalismus, Transfusion, Schattenumhang. Ist gerade schwierig. Ich weiß gerade nicht, was ich nehmen soll. Schattenumhang ist sicherlich cool. Verkleidung. Ich denke mal, ich nehme Transfus. Nee, ich. Doch, ich nehme es. Ich nehme es. Scheiß drauf, komm. Und go. 80. So, damit rüsten wir unsere Leute erstmal aus. Da hätten wir plus ein GP, und zwar Kreischen. Jetzt müssen wir mal gucken. 8, 9, 7, 7. Ehrlich gesagt, das Kreischen kriegt einer von den beiden, aber am besten der mit dem meisten Glück, das wäre dann John. Du hast plus 5 Sicht. Wie sieht's im Prinzip hier mit den Sichtwerten aus? 27, 32. Okay, dann ist es doch bei Luke am besten. Besser auf. Ach, jetzt habe ich. Nee, jetzt habe ich ihm die andere Karte da wieder weggenommen. Plus ein GP, das war die hier. So, plus 2 Bewegung. Ich habe noch eine Karte. Bewegung 20, 26, 20, 15. Okay, dann geht es definitiv an John. Okay, so wie sieht's aus? Vom Inventar her, ihr seid alle voll bestückt. Das finde ich klasse. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir gleich zum Steinbruch, oder? Ach, der ist da hinten, okay. Ja, gehen wir zum Steinbruch.